Hallo, hier ist wieder Tanja von den Foodistas. Und heute lassen wir es uns mal so richtig gut gehen, denn wir machen Cordon Bleu und Pommes. Als erstes kümmern wir uns um die Pommes. Diese gehen für 25 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um das Cordon Bleu und eine Soße. Die Zubereitung der Cordon Bleus ist ganz einfach. Hierfür gibt ihr etwas Sonnenblumenöl in eine Pfanne und bratet sie bei mittlerer Temperatur für 15 Minuten an. Um dem Klassiker noch etwas Pfiff zu verleihen, machen wir noch eine braune Bratensoße. Hierfür mache ich als allererstes eine klassische Mehlschwitze. Dafür gebe ich etwas Butter in einen Topf, erhitze diese und rühre dann ein wenig Mehl unter. Sobald die Mehlschwitze etwas angebräunt ist, gebt ihr etwas Rinderfond, Tomatenketchup, Balsamico, Worcestersoße und etwas dunkles Bier hinzu. Die Komponenten sind jetzt auch alle fertig. Die Pommes habe ich bei der Hälfte der Garzeit noch einmal umgerührt und werde sie gleich noch salzen. Und dann geht's auch schon ans Anrichten. Schaut das nicht gut aus? Übrigens ist das die klassische Art, in Kanada dieses Gericht zuzubereiten und es nennt sich Poutine. Wenn euch das Gericht gefallen sollte, lasst doch einfach mal einen Like da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.